Ich bin wieder da. Ganz langsam, aber es geht weiter. Viel Spaß. Willkommen zurück im Motodate Wohnzimmer. Ich bin der Tobi, euer Motodate, und ich bin froh, dass ich dieses Video wieder aufnehmen kann. Ganze, ich glaube, über 4 Wochen ist es her, seit ich mein letztes Video gebracht habe. Vor 3 Wochen war der Vorfall. Ganz kurz, ich will gar nicht lange drüber reden, mir geht es soweit gut. Es sind noch einige Baustellen vor mir, körperlich auch. Seelisch ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich kann mich wieder herzeigen. Die Zähne sind wieder gemacht. Ich habe hier ein Implantat drin. In 3 Monaten kriege ich den finalen Zahn. Das muss sich alles noch mit dem Knochen verwachsen. Ich habe nach wie vor einen Kieferbruch hier. Das sieht man vielleicht hier. Es ist ein bisschen dicker noch wie auf der Seite. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich habe hier noch meine Narben. Hier oben habe ich Cuts gehabt. Ne, Quatsch, hier habe ich Cuts gehabt. Von hier aus da hoch, hier. Und ja, ein paar Sachen sind optisch noch da. Die werden auch bleiben. Und aber so geht es mir gut und bin auch wieder in der Arbeit. Und ja, auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass ich wieder ein Video machen kann. Und auch wenn es sich irgendwie noch fremd anfühlt. Okay, von daher nochmal herzlich willkommen hier im Motodate Wohnzimmer zurück. Ja, ich habe euch heute etwas mitgebracht, was ich tatsächlich an dem Wochenende vor 3 Wochen filmen wollte. Und dann ist das passiert, was passiert ist. Und jetzt werde ich das aber nachholen. Und zwar werden wir uns heute den Masters of the Universe Flipper, das Pinball Game, anschauen. Und zwar so, wie es sich gehört. Mit Bling, mit Boing, mit Zusammenbauen und mit Spielen. Ich habe Batterien dabei, und so weiter. Das heißt, ich werde es auseinander aufbauen, wir werden es aufmachen und werden dann auch eine Runde spielen zusammen. Und ich freue mich sehr, denn es ist wundervoll. Zuvor möchte ich euch aber noch was anderes zeigen, weil ich habe gedacht, so Mensch, so ein extra Video dafür möchte ich eigentlich nicht machen. Ja, ich habe jetzt gerade gemerkt, dass das furchtbar spiegelt, aber es geht nicht anders. Ich muss es so machen. Also, es geht um die Artworks, zwei Vintage Artworks von Rudy Obrero. Jetzt seht ihr halt ein bisschen Spiegel, meine blumige Fensterbank im Hintergrund. Ich habe mir die mitbringen lassen. An dieser Stelle herzlichen Dank an den lieben guten Matt. Dankeschön, dass du mir die beiden mitgebracht hast. Ja, ich war ja da tatsächlich gerade etwas verhindert. Und ja, er hat mir die mitgebracht und hat mir die dann zukommen lassen. Und ich habe die jetzt gerahmt und ja, so sehen die aus. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Die haben auch eine richtig dicke Leinenstruktur hier mitgegeben. Das sind die großen Drucke von Rudy Obrero von Castle Grayskull hier. So, wirklich schön. Ich habe dann hinten dran noch Tonpapier gelegt, weil es keine passenden Rahmen gab. Und habe die dann in einen doch recht klassischen Rahmen hier eingefügt. Das ist das von Castle Grayskull. Jetzt muss ich mal schauen, wo ich das hinpacke, dass mir das nicht umkippt hier. Und dann habe ich natürlich auch noch mitgenommen das Bild von Battle Cat, das Artwork. Gleicher Rahmen. Ja, auch das können wir uns da mal anschauen. Ihr seht schon hier, wie die Struktur ist hier. Und es ist einfach wirklich, wirklich wundervoll. Beide unterzeichnet, ohne Widmung. Ja, ich mag diese Widmungsunterzeichnungen nicht für Tobi oder für Motu. Das ist, nee, ich mag dann wirklich einfach nur den, ja, die Unterschrift des Künstlers. Und ja, ein Bild hat tatsächlich 80 € gekostet. Ich versuche sie euch mal zusammen noch mal zu zeigen. Ach, ja, so ungefähr sieht das dann aus. Wirklich, wirklich wunderschön. Und die habe ich mir gegönnt. Ja,
Bin total dankbar, dass der Matt mir das auch mitgebracht hat und ermöglicht hat. Und jetzt habe ich die schön in diese großen, doch recht massiven, schweren Holzrahmen reingemacht. Ich habe noch keinen Platz gefunden, wo ich sie aufhänge, denn ich finde, die müssen hoch in mein Vintage-Zimmer. Aber da hängt schon so viel. Ich werde einen Platz finden. Ich habe sie und das ist mir, wie ihr mich kennt, immer das Wichtigste. So, jetzt kommen wir aber zum Pinball-Spiel. Und das Pinball-Spiel, ich werde gleich die Perspektive wechseln, damit wir das natürlich alles anschauen können. Aber wir schauen uns das Pinball-Spiel hier einfach mal von vorne an. Das ist die Box, ja. Und wir schauen uns hier mal Masters of the Universe Pinball Game. Ja, hier sehen wir ein Artwork. Das ist ein Artwork, was vorher schon benutzt wurde oder für andere Sachen. Hier sehen wir, dass He-Man seine Waffe wegretuschiert bekommen hat. Hier ist der Griff noch. Sehr lustig. Aber sehr, sehr schön. Die explodierenden Steine. Und hier ist das Spielgerät, ja, der Flipper. Hier, den schauen wir uns gleich an. Dann haben wir hier Batterie, ja, und dann haben wir Automatic Score Dial. Ihr werdet gleich sehen, was es ist. Flashing Lights und Ringing Bells. Genau, das ist also dieser Automatic Score Dial. Das ist dieser, das da, was hier so, nee, halt, ich muss dahin, das da, das dreht sich automatisch mit. Genau, zwei Bälle sind mit dabei. Auf der Seite schaut das so aus. Ja, hier ist ein bisschen Klebeband dran. Auf der Seite schaut das so aus. Hier seht ihr es. 1983, also 41 Jahre alt. Hier auf der Seite schaut es so aus. Die Seiten mussten ein bisschen mit Tesafilm verstärkt werden. Und hier auf der Seite schaut es auch so aus. Also genauso wie hier. Sehr schön finde ich hier noch dieser gezeichnete Junge, dass man so ungefähr den Größenvergleich hat. Der Größenvergleich wird bei mir nicht ganz so aussehen, weil ich bin ein bisschen größer wie der Junge. Das Ding ist nämlich tatsächlich genauso groß wie hier. Und auf dem Boden, da hatte der Flipper gar nichts. Ja? Es ist alles komplett mit dabei. Und ich würde sagen, ich wechsle die Perspektive und dann heben wir den Deckel und lüften das Geheimnis und spielen zusammen eine Runde. So, ja, da bin ich wieder. Ich hoffe, dass das jetzt so einigermaßen gut ist. Ich habe jetzt einfach mal im Hintergrund nochmal die Bilder hier auf meinen Sessel so einigermaßen hin und man sieht jetzt hier auch wieder ein bisschen die Leuchten hier. Ja, aber ist wurscht. Genau, hier ist auf alle Fälle der Flipper. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir das auch richtig hinkriegen. Und den machen wir jetzt einfach mal gemeinsam hier auf. Dann mache ich das hier so da nach hinten. Sieht doch auch ganz schön aus. Genau, und dann haben wir hier diese wunderschöne braune, ja, wunderschön, diese braune Kiste. Und wenn wir diese Kiste hier aufklappen, dann finden wir hier den Flipper drin. Tatsächlich so komplett fertig. Da drin sind die Füße und der ganze Kram. Jetzt mal kurz rausholen. So, das ist hier in der Tüte. Dann lege ich das mal kurz weg zur Seite. Genau, das mache ich mal auf und dann kann ich euch das zeigen, was damit dabei ist. So, also wir haben hier zwei richtige Stahlkugeln am Start. Ja, wo lege ich die jetzt hin? Einfach mal hier. Genau. Und dann haben wir hier vier Füße. Wir haben zwei lange Füße. Und wir haben zwei kurze Füße. Das heißt hier vom Unterschied, so, ja, einmal für hinten, also da hinten und einmal für vorne, damit ihr auch ein bisschen schräg steht. So, die Stahlkugeln, die mache ich jetzt mal hier nochmal kurz rein. Jetzt gehe mal zu den Mondos. Genau. Ja, dann ist hier der Flipper. Wir sehen hier, das zeige ich euch jetzt mal kurz, die Anleitung. Und das zeige ich euch aber dann nachher am besten. So, und jetzt kann man den hier so hochklappen. Das war's. Und dann haben wir hier nochmal eine Abdeckung. Und dann haben wir im Prinzip so den Flipper. Aber bevor wir das machen,
müssen erst die Batterien rein. Das habe ich nicht gedacht. Also klappen wir das wieder zu, damit hier auch nichts passiert. Und dann drehen wir das Ganze hier mal so dahin, weil hier ist das Batteriefach. Und das machen wir mal auf. So, und hier sehen wir dann auch auf dem Batteriedeckel, dass da 4 große Batterien reinkommen. Schauen wir mal. Genau. Und ihr seht auch hier, dieses Batteriefach ist super sauber. So, dann hole ich mal meine vorbereiteten Batterien. Die habe ich nämlich hier schon vorbereitet. Ja, und dann immer gucken, wie sie reinkommen. Nämlich so rum. 1, 2. Drei und 4. Das war's. Jetzt ist das ganze Ding gefühlt 5 Kilo schwerer. So, das ist fest. So, und jetzt drehen wir das Ganze einmal um. So sieht es von unten aus. Damit wir hier die Füße dran machen können. Jetzt klappen wir das Ganze hoch. So, dann nehmen wir den mal hier raus und stellen den Flipper hier hin. Wunderbar, funktioniert noch alles. Gut. So, jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier die Kamera ausrichte, beziehungsweise ich mache mal einen kurzen Schwenk drüber, ich mache mal eine kurze Pause und nehme mal mein iPhone in die Hand und schwenke einfach mal so drüber. Das machen wir mal. So, hier sehen wir den Flipper, einmal von vorne und dann schauen wir uns den mal an, wie er ausschaut. Hier oben sehen wir die Lampe, die blinkt und leuchtet. Und dieser Pfeil, der dreht sich automatisch. Es ist schon auf 0 gestellt. Und dann schauen wir uns mal an, wie wunderschön dieser Flipper doch ist. Hier sehen wir Beastman, Zodak, Tila, Man at Arms, Triklops und Stratos. Da unten ist He-Man auf Battlecat. Und Castle, Grayskull und Merman. Ja, wirklich richtig, richtig toll. So wie man sich das wirklich wünscht und wie so ein Flipper aussehen soll. Ja, und wenn wir dann schon dabei sind, dann zeige ich euch auch gleich auf der Rückseite die Anleitung des Flippers, mehr ist da nicht dabei. Das heißt, die Anleitung ist hier draufgeklebt, wie das funktioniert. Und ja, das war's dann auch schon mit Anleitung. Es gibt keinen Ein- und Ausschalteknopf, sobald das Ding Strom hat. Kann es losgehen, ich würde sagen, wir spielen eine Runde. So, dann sind wir bereit für eine Runde Flipper spielen. So, machen wir das mal so, dass man das irgendwie auch schön zeigen kann. Ja, hier sind meine beiden Kugeln. Die hole ich jetzt noch mal kurz hier raus.
sind sehr schwer. Man denkt dann so, oh mein Gott, ja, was ist da los? So, die Kugel legt man hier oben ein. Da holt man die dann auch später raus. Nochmal gucken, ob alles funktioniert. Ja, die andere will sich hier selbstständig machen. So, die lege ich ja vielleicht besser da oben drauf. Die brauchen wir gleich nochmal. So, dann zieht man das hier runter. Achtung, und... Ihr seht, wie oben das Licht blinkt. Und immer wenn man so ein Teil drückt. Ja, jetzt liegt die Kugel da oben. Hatte ich auch noch nie. Oh, so, jetzt ist die eine Kugel hier unten drin. Die kann man auch wieder da hoch machen, aber ich habe ja noch eine zweite Kugel. Und ab dafür. Oh, jetzt ist sie auch drin. Jetzt habe ich beide Kugeln hier unten drin und dann habe ich hier so einen Hebel, wo ich dann wieder eine Kugel nach oben transportieren kann. Okay, ist natürlich doof, aber kein Problem, der hängt oben an der Feder. Schießen wir den einfach frei. Gut. Einmal mittendurch, da kann man nicht treffen. Ich schieße nicht fest genug. Jetzt kommen beide wieder zurück. Wunderbar. Also es macht unglaublich viel Spaß, mit diesem Flipper zu spielen. Ja, so sieht das Ganze aus. Und ich werde jetzt so ein bisschen die Perspektiven verändern und dann schauen wir einfach nochmal von anderen Perspektiven drauf. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal mit Blick auf die Front. Ein oder zwei Bälle. Oh, das war nichts. Ich habe natürlich wieder auf Null gestellt. War der erste Ball und jetzt kommt der zweite Ball. Nein! Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Masters of the Universe Pinball Game. Ich persönlich finde das großartig und ich bin froh, es in meiner Sammlung haben zu dürfen, vor allem auch in diesem Zustand, vor allem auch in dieser Komplettheit. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich weiß, dass viele dieses Teil wirklich richtig, richtig gut finden, aber ja, man kriegt es wie so oft, da ist was gebrochen, hier fehlt irgendwas, die Funktionen sind nicht mehr gegeben. Das hier ist tatsächlich ein wahnsinnig schönes Exemplar. Und ich bin, ja, wie ich es eben schon mal gesagt habe, sehr, sehr froh, dies in meiner Sammlung haben zu dürfen. Ja, ich hoffe auch, die Bilder von Rudy Obrero haben euch gefallen, auch so, wie ich es gerahmt habe. Schreibt mir bitte hierzu mal eure Meinung in die Kommentare. Und danke fürs Zuschauen bei meinem ersten Video nach langer Zeit, nach meinem Vorfall. Und ich werde mich freuen, weiter Videos machen zu dürfen. Wie es weitergeht, in welchem Rhythmus oder sowas, das weiß ich noch nicht. Ich habe immer noch viele Arzttermine. Aber wisst ihr, was ich weiß? Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, wann auch immer ihr dieses Video geschaut habt. Bleibt gesund und vor allem bleibt anständig. Und ich weiß noch was. Ich zock noch mal eine Runde.
Na? Tschüss, gute Zeit und gute Reise. Bis zum nächsten Video. Ha ha ha.